Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. In den letzten Wochen hört man immer mehr, dass es Entscheidungen gegeben hat innerhalb von Brüssel, die auch für uns alle letztendlich eine hohe Relevanz hat. Wörtlich gesagt kann man da guter Glaube auch sagen, die ganzen Veganer und Vegetarier werden ab sofort aussterben. Warum und wieso, dass das so sein wird, das ist das Thema dieser Sendung. Nach dem Intro legen wir los. Da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen aus dem Wissenschaftsgremium, der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen, lieber Simon. Ja, danke schön. Guten Tag. Gerne, gerne. Ja, wir reden eigentlich über das kaum Bekannte, was wir alle jetzt schon machen, aber inskünftig noch viel mehr machen werden, nämlich Insekten fressen. Ja. Das ist definitiv so. Das ist die Aufwertung der Nahrung, Eiweißquelle. Und da Nahrungsmittel, wenn wir das global politisch sehen, immer eine Diskussion sind, gibt es noch genügend, vor allem Eiweißquellen und Proteinquellen und Kalorienzufuhr. Da bieten sich natürlich Insekten an und das hat die Nahrungsindustrie schon lange erkannt. Bevor es sogar hier in der Schweiz letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es so einen kleinen Hype, wo dann Mikrogruppen haben das angegeben, aber es war im Flop. Ich glaube, es hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Nein, es sind ja weg jetzt, aber... Das waren die offiziellen, da hat man es gesehen, das waren Plätzli aus Würmern oder sowas. Das ist die eine Seite und das andere ist eben das, wo untergemischt ist. Insekten als teilweise Material von Essen. Zusatzstoffe, wenn man es mal so einfach nennen will. Und das ist schon länger vorhanden und das scheint nun auch die Zukunft der Ernährung zu werden. Also ich habe ja nichts dagegen, dass man das isst. Ich weiß, in China, Thailand, in diesen Ländern ist das eigentlich gang und gäbe gewesen. Und ich habe wirklich nichts dagegen, aber ich möchte doch als Konsument selber entscheiden dürfen, ob ich das essen will. Und eine andere Frage ist auch, ich höre immer wieder, dass gewisse Proteine durchaus in der Lage sind, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auszulösen. Ja. Ist sich unser Körper, europäischer Körper, überhaupt gewohnt, solche Proteine aufzuspalten? Das sind genau die zwei wichtigsten Fragen. Punkt eins ist, woher weiß ich, dass ich das esse, bewusst oder eben nicht? Und da geht es eben um auch die Deklarationspflichten, was ist wo wie zu deklarieren. Und das ist ja auch heute schon ein großes Thema in der Industrie, respektive im Lebensmittelrecht. Was ist deklarationspflichtig? Also was muss der Hersteller, wenn er ein Brot backt, angeben auf der Verpackung? Und was sind Hilfsstoffe zum Backen, die also während des Backprozesses benutzt werden, aber da sie nachher nicht mehr da sind, dann müssen sie auch nicht angegeben werden. Also gibt so Geschichten wie bestimmte Schweineborsten, die man in den Teig reinmacht, damit der schön fest bleibt. Da die aber nachher verkochen, muss man es nicht mehr angeben. Also das sind so Dinge, was muss man angeben oder was muss man nicht angeben? Und solche Insektenzusätze sind nicht zwangsläufig deklarationspflichtig. Und damit läuft das so unter der Schwelle. Und das finde ich nicht richtig, weil ich finde, ich muss wissen, was ich esse. Und da kann ich mich immer noch entscheiden, tue ich es oder lasse ich es. Und der zweite Teil ist dann eher ein medizinischer Teil. Das erste finde ich jetzt eher so eine Art philosophische Geschichte. Ich finde das nicht richtig, wenn man es nicht weiß. Der zweite Teil ist aber dann der medizinische Hintergrund. Und da muss man jetzt einfach sagen, da gibt es noch eigentlich ehrlich gesagt fast gar keine Daten zu. Was aber eben ist, ist, dass Eiweiße, und zwar Fremdeiweiße, einer der wichtigsten Faktoren sind, auf die unser Immunsystem als Abwehr reagiert. Weil die meisten Schadstoffe sind Fremdeiweiße. Irgendwelche Tiere, Erreger oder was auch immer. Es ist ein Fremdeiweiß und unser Immunsystem ist darauf programmiert, sich dagegen zu wehren. Und jetzt Insekten essen wir in der Regel nicht. Ist zumindest in unserer Kultur hier in Europa nicht unbedingt das Basisernährungsprinzip. Ist also nicht irgendwie in unserem Immunsystem verankert, gespeichert, gelernt. Und wenn jetzt auf einmal neue Proteine dazukommen, kann man aus meiner Sicht nicht behaupten, dass man von vornherein weiß, dass das unproblematisch ist. Es gibt sicher Leute, die es problemlos vertragen, aber es mag dann eine ganze Menge Leute geben, die auf diese Insektenproteine auf einmal falsch reagieren, seien es Unverträglichkeiten, das dann eher mühsam, aber möglicherweise auch Triggern von Autoimmunreaktionen, dass also irgendwo durch dieses Fremdprotein ein Prozess ins Laufen kommt und nachdem greift dann das Immunsystem meine Schilddrüse an oder irgend sowas. Und das ist jetzt die Frage, wie weit ist die wissenschaftliche Abdeckung? Und nix, hä? Mir ist nichts, also ich habe ein bisschen gesucht, ich habe nichts gefunden,
am Ende Sicherheitsdaten, habe ich nichts gefunden. Gut, man sagt wahrscheinlich, der Mensch gewöhnt sich vielleicht auch daran, keine Ahnung, oder? Ja. Wir lernen, aus Schaden klug zu werden, ist das andere. Ja. Zum Beispiel E120 habe ich gelesen, so ein Läusefarbstoff, gut, das kennen wir schon länger. Ja. E904 ist die harzartige Ausscheidung von Gummilack-Schildlaus, also eigentlich der Kot. Ja. Das ist jetzt schon eben absolut so, das versteckt sich unter gewissen, die hast du schon gerade genannt, diesen E-Nummern. Das sind jetzt eben genau Hilfsstoffe, die man benutzt. Dieser Ausscheidung eben, am Ende ist es Stuhlgang von dieser Lackblattlaus, den kann man nachher benutzen als Überzug und dann glänzt das so schön auf Schokoladen oder was. Habe ich hier Schokolade, Nüsse, Kaffeebohnen, zum Beispiel steht hier auf Google Ferrero, Kinder Schokobons, Mentos, Milka. Ja. Gibt's doch nicht. Ja, ja, das ist jetzt schon gang und gäbe. Und tatsächlich diese rote Farbe, die so benutzt wird für bestimmte Lebensmittel, oder es gibt so Erdbeergummibärli, also das ist so eine weiße Masse. Und dann draußen ist das so rot, so Krissel drauf, sieht aus wie eine Erdbeere. Und das Rote ist genau dieses Blattlausding, dieser Farbstoff, der da drin ist. Und die weiße Schaummasse, es gibt auch so Frösche, so grüne Frösche. Aus Gummibärli, das oben grün und unten ist so eine weiße, fluffige Schicht. Das in der Regel entsteht aus Schweineohren, weil das eben aus so einer Art gelatineartige Substanz ist. Also das ist jetzt schon gang und gäbe. Und jetzt kommen dann vielleicht eben noch die Eiweiße mit dazu. Hier sind jetzt etwas weniger Eiweiße drin, aber trotzdem Fremdstoffe. Das kommt von einem Tier, das ist nicht zwangsläufig gut verträglich. Und dann kommen noch die anderen Eiweiße dazu. Und irgendwann kann das sein, dass das so ein Potpourri gibt, wo dann halt doch ein Immunsystem irgendwann mal überfordert. Die Schwierigkeit ist, das wird man dann nie beweisen können. Das heißt, dann bleibt das wieder so in der, das war wieder was anderes. Und dann wird es wieder in der Diskussion werden. Gibt es dann Verantwortlichkeiten, keine Kausalität? Ja, dann lassen wir das mal. Weißt du, was ich auch eine Frechheit finde? Ich meine, ich respektiere zum Beispiel, dass gewisse Religionen gewisse Dinge einfach aus Prinzip nicht essen wollen. Zum Beispiel die Muslime, die essen kein Schweinefleisch, aber auch keine Insekten. Mhm. Auch im Judentum habe ich nachgelesen, dort wird ganz gezielt keine Schweine gegessen, keine Insekten, Hasen, Schnecken, Meeresfrüchte, keine Schuppen, keine Hunde. Absolut respektvoll, kann man dem gegentreten. Aber wenn ich lese, dass der Muslime keine Insekten fressen dürfte und jetzt eigentlich über die Hintertüre es trotzdem kriegt, dann finde ich das nicht moralisch nicht vertretbar. Ja, das sehe ich auch so. Das ist genau dieses Thema. Das eine ist, ich mag es vielleicht nicht, ich will es nicht, das ist noch okay. Dann gibt es aber eben dieses einfach religiöse Thema. Und das ist jetzt undiskutabel richtig. Wenn ich das so habe, dann gibt es das nicht, fertig aus. Und dann hängt es halt jetzt genau wieder davon ab, wie klar oder eben nicht wird es deklariert. Wenn es sehr klar deklariert ist, da kann man nicht diskutieren. Okay, dann steht's drauf, enthält Insekten. Das muss dann aber auch gut erkennbar sein, weil dann kann ich es ja weglassen. Wenn das aber natürlich unter irgendwelchen Hilfsstoffen nachher läuft und dann nicht oder versteckt über solche E oder was auch immer für Nummern deklariert wird, dann finde ich genau das eben sehr problematisch. Und wenn wir immer über alles momentan diskutieren, was wir an kultureller Aneignung und sowas Fehler machen, dann müssen wir das, dann kann man das nicht akzeptieren, dass das irgendwo so eingebaut wird. Und jemand, der einer Religion angehört, wo das nicht geht, dann das unbewusst irgendwie ist, weil das gar nicht weiß. Finde ich auch absolut nicht richtig. Das muss, wenn, sehr straight deklariert und eigentlich auch mit einem Aufkleber versehen werden, dass man einfach weiß, nein, das, und dann esse ich halt eben nicht. Ich befürchte aber, das wird nicht passieren. Bevor ich die Entscheidungen zeige, was jetzt da in Brüssel gelaufen ist, da haben wir ein Video bekommen von der Dr. Silvia Limmer, heißt sie, glaube ich, muss nachschauen. Ja, Limmer von der AfD, die arbeitet in Brüssel und sie hat sich da auch sehr stark eingesetzt dafür, dass es eine Aufklärung gibt. Sie hat uns ihr Video zugestellt, das ich Ihnen auch gleich einspielen werde. Aber ich habe noch schnell gegoogelt, was da generell zu Insekten steht. Und da steht, Insekten gelten als sehr gesund. Mhm. Sie sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Das würde mich auch schon wundern. Wie kann etwas, was frittiert ist oder knusprig ist, noch Omega-3 drin haben? Aber B-Vitamine und wichtige Mineralstoffen. Mhm. Vor allem aber sind sie gute Eiweißquellen und enthalten ähnlich viel Protein wie Rind, Schwein oder Pute. Mhm. Im gefrierten trockenen Zustand ist der Proteinanteil sogar noch deutlich höher. Ja.
Das stimmt, was es, also Eiweiß ist klar, weil das ist so. Vor allem Maden oder sowas, das weiß man, die, oder Würmer enthalten wirklich viel Proteine. Ja. Das kennt man auch in Überlebensstrategien, wenn man irgendwo ist, dass man dann wirklich mit solchen Insekten überleben kann. Das ist so. Also Eiweiß ist keine Diskussion. Und ist klar, wenn ich es trockne, nehme ich das Wasser raus. Und dann habe ich, das Eiweiß bleibt übrig, Wasser geht weg, also erhöhe ich den Eiweißanteil durch Gefriertrocknen. Das stimmt. Das mit den Vitaminen eben, ja genau, das ist dann so eine andere Sache. Die werden über die Prozesse, man isst ja nicht die Insekten pur, sondern als Mehl irgendwo drunter gemischt. Da möchte ich dann mal sehen, wo noch Omega-3 ist. Also das, ist natürlich Unsinn. Also das wird eine reine Proteingeschichte sein, Proteinanteil erhöhen. Ja, aber eben die Frage ist, was für Proteinstruktur ist das? Das ist ja keine menschliche Proteinstruktur. Und wie reagiere ich auf diese fehlerhaften Proteinstrukturen? Tja, ein paar Wörter. Gegrillte Käfer, schokolierte Heuschrecken, geröstete Wespen statt Chips, Würmerburger statt Hackfleisch und Raupenameisen grillen und Schaben und vielerlei Larven werden da unter Insekten letztendlich verarbeitet. Insekten sind klimafreundlicher, Insekten sind nachhaltiger als Fleisch. Und alles wird uns gut verkauft. Ja. Also erschreckend. Dann schauen wir uns jetzt dieses Video an von der Dame aus Brüssel. Und da an dieser Stelle einfach nochmals herzlichen Dank an die Frau Dr. Silvia Limmer, dass sie uns dieses Video zugestellt hat. Und Action. Hallo aus Brüssel. In den deutschen Medien krabbelt, kreucht und fleucht derzeit allerlei angeblich essbares Getier durch den Medienwald. Die Entrüstung in den sozialen Medien ist groß und es wird heftig debattiert. Leider, wie so oft, etwas neben der Spur. Überrascht haben mich nicht die Insekten in unserem Essen, denn die sind ja bereits seit 2021 erlaubt, sondern überrascht hat mich mal wieder die Tatsache, dass es eher des Zufalls und oder einer Headline in der wirkmächtigen Bild bedarf, um Themen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Dabei ist seit 2021 der in toto gemahlene Mehlkäfer ein übler Vorratsschädling, der zur Strafe jetzt von uns, der im Beispiel in Keksen erlaubt ist, zugelassen. Oder die Wanderheuschrecke, auch seit 2021 zugelassen, gefroren, getrocknet oder in Pulverform, in verarbeiteten Kartoffelprodukten, Teigwaren, da gehört er ja auch hin, nein, Späßchen beiseite, Schokolade, Wurstsuppen, fermentierten Milcherzeugnissen zugelassen. Oder Larven von Mehlwürmern, seit Februar 2022 ebenfalls zugelassen, in Teigwaren, Getreideriegeln, Chips, bierähnlichen Getränken oder alkoholischen Mischgetränken, Fleischanaloger. Fleischanaloger? Ja, okay. Muss wohl was Vegetarisches sein. Und jetzt zusammen mit der Hausgrille Acheta domesticus, der Getreideschimmelkäfer, der in Crackern, Brotstangen, Teigwaren, Nudeln, Molkepülverchen ab morgen, den 26.01.2023, unseren Speiseplan VOKA machen soll. Und mindestens 7 weitere Anträge harren ihrer Genehmigung. Daher, so manch einer, der jetzt angekündigt hat, genau die Zutatenliste zu studieren, hat vielleicht schon längst die unschuldigen Käferleichen untergeschoben bekommen. Ich selbst habe darauf bereits ab Frühjahr 2021 immer wieder hingewiesen. Nur hören wollte es offenbar niemand. Vielleicht klang das ja auch zu verschwörungstheoretisch. Immerhin ist nicht nur im Green Deal angekündigt, man wolle neue Proteinquellen wie Insekten und Algen nutzen, um den Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen zu verringern. Man wolle ganz bewusst das Ernährungsverhalten der Verbraucher ändern, sie umerziehen, nicht nur beim Essen, zum Schutz des Klimas, unseres neuen goldenen Kalbes. Man hat sich in den Texten der EU-Kommission noch nicht einmal die Mühe gegeben, das irgendwie verschlüsselt zu formulieren. Liest ja eh niemand. Und die Rechnung ging doch auf, fast. Nur kommt die Empörung 2 Jahre zu spät und geht eigentlich auch am Problem vorbei. Problematisch finde ich zum Beispiel, dass alle Daten zur Beschreibung des Herstellungsprozesses, Analysedaten zu Kontaminanten, Ergebnisse zu Stabilitätsstudien in den verwendeten Lebensmitteln oder Analysedaten zu mikrobiologischen Parametern und Ergebnisse auch der Studien zur Proteinverdaulichkeit nicht veröffentlicht werden. Das ist so in allen Durchführungsbeschlüssen der EU-Kommission, die die Vermarktung in der EU erlauben, nachzulesen. Bedenklich finde ich auch, dass es keinerlei Hygienevorschriften für die Haltung dieser Insekten gibt.
In Deutschland sind sämtliche landwirtschaftliche Tierhaltungen zur Tierhygiene, Seuchenprophylaxe und auch Tiergesundheit in entsprechenden Verordnungen geregelt. Nicht so bei Insekten. Wir wissen schlicht nicht, was da sonst noch so alles mitgeliefert wird. In einem wissenschaftlichen Gutachten der EFSA, der zuständigen Europäischen Lebensmittelbehörde, muss man sich bei Hausgrillen, also ganz auf die Angaben des Herstellers, der Cricket One Corporation, der die Tierchen offensichtlich in Vietnam produziert oder wenigstens die Elterntiere von dort bezieht, verlassen. Vietnam, was wie wir alle wissen, für Superhygiene steht. Man hat der EFSA zwar versichert, also nein, Antibiotika oder Fungizide werden nicht verwendet. Aber die Behältnisse würde man regelmäßig desinfizieren. Aha, mit was denn so? Denn insbesondere Insekten sind Weltmeister im Speichern von Umweltgiften in ihren Fettkörpern. Und keine Antibiotika zu verwenden, ist ja ganz nett. Aber die Viecher können keimtechnisch echt fies sein. Klebsiella, ein gefürchteter Krankenhauskeim, Citrobacter und Yersinien lassen nicht nur mit profunden Durchfällen, sondern richtig schönen, systemischen Krankheitsbildern grüßen und sind laut EFSA-Gutachten Beispiele für bakterielle Verunreinigungen. Weder behördliche Kontrollen noch Grenzen zu Keimbelastungen oder Obergrenzen für Umweltgifte, die mit dem Futter aufgenommen werden können, oder der Einsatz von Chemikalien und Antibiotika sind irgendwo gesetzlich geregelt. Das ist das Problem. Wir wissen nicht, was da in unserem Essen landet. Transparenz und gesunde Lebensmittel sehen für mich anders aus. Und es ist auch das Grundproblem einer sich immer mehr als Zentralregierung gerierenden EU-Kommission. Da wird einfach per Verordnung irgendetwas beschlossen, wie ihre Superproteininsekten, weil man gerne den Volkskörper, darf man das noch so sagen, nicht nur ernährungstechnisch umerziehen möchten. Dadurch entstehen die Gesetzeslücken. Um die Folgen auch für unsere Gesundheit kümmert sich in Brüssel kein Mensch. Wir sollten dieses Grundproblem angehen. In diesem Sinne, Ihre Sylvia Limmer. Sprachlos, hä? Ja, das ist harter Tobak. Da kann man nur hoffen, dass die Schweiz, was aber wahrscheinlich nicht eintreten wird, kaum, auf der Nicht-EU-Seite bleibt. Wenn man den Druck sieht, dann von irgendwelchen Importen oder so, habe ich das Gefühl, das wird sich leider auch bei uns nicht vermeiden lassen. Weil das ist natürlich, das widerspricht ja allen Regeln der Vernunft und der medizinischen Vorsicht, dass keine Deklaration, dass die Produktion nicht überwacht wird. Womit desinfiziere ich wohl so einen Stall? Ganz bestimmt nicht mit Mineralwasser. Das ist für mich das ein Unding, das geht überhaupt nicht. Aber unfassbar kompetent, wie diese Dame war. Hä? Erstaunlich, dass sie sich um das offensichtlich recht bemüht hat. Andererseits scheint es ja sogar tatsächlich so zu sein, wie alles. Es wäre recht einfach zu lesen, wenn man, also es liegt offensichtlich ja sogar offen. Man muss es gar nicht mal investigativ untersuchen. Man muss sich nur dafür interessieren. Das ist natürlich hilfreich, wenn sie das gemacht hat. Wieder erstaunlich, wie wenig Rauschen das im Blätterwald macht. Ja, man hätte jetzt erwartet, dass die ganzen Veganer- oder Vegetarierverbände spätestens jetzt auf die Barrikaden müssten. Aber für mich auch die normalen Menschen, die einfach essen wollen und nicht irgendwie sich um Sachen kümmern, die müssen doch informiert werden. Ob ich jetzt eine bestimmte Ernährungsform einhalte oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Das geht doch um das Gesetz der Offenheit und der Information von Lebensmitteln. Ja, ja. Das verstehe ich nicht. Viele Lebensmittel kommen aus Europa in die Schweiz. Ja, ja. Also wir müssen uns da nicht in der Illusion bewahren, dass es bei uns anders wäre. Aber ich muss das nochmals in Ruhe runterlesen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Backwaren sind ab 23 versehen mit Insekten. Ja. Bierähnliche Getränke, Cracker, Brotstangen, Getreideriegeln, Teigwaren, Soßen, Kartoffelerzeugnisse, Gerichte auf Basis von Hülsenfrüchten, Fleischalternativen, das gibt's doch gar nicht. Also wie soll denn das eigentlich vegan werden? Oder? Das ist halt die Diskussion, Insekten ist kein Fleisch. Also das ist diese also das eine ist eine emotionale Diskussion, das andere ist so eine Art neutrale Diskussion. Insekten haben eben einen eigenen Status. Sind die jetzt vegan oder nicht? Das kann man jetzt lange diskutieren. Ist ja ein Witz, oder? Also es ist ein Witz, absolut. Ja. Okay, Schokoladenerzeugnisse, Nüsse und Ölsaaten. Mhm. Und also ich wollte einfach an dieser Stelle diese Sendung Ihnen nicht vorenthalten, auch wenn wir alle jetzt hart zu schlucken haben. Aber das ist ja nun mal einfach eine Tatsache und eigentlich eine riesengroße Schweinerei und niemand schreibt groß darüber oder die ganzen Medien sind still. Ich höre gar nichts über dieses Thema, aber es ist wieder ein typisches Beispiel, dass wir pulsierende Themen,
die der kritische Journalismus eigentlich aufarbeiten müsste, um einfach hier eine kritische Gegendarstellung zu kriegen, um eigentlich wirklich auch innerhalb der Politik ein bisschen entgegenzuwirken. Da erinnere ich noch an einen wunderbaren Vortrag von unserem ehemaligen Bundesrat Ueli Maurer, wo er gesagt hat, die Medien, der Journalismus hat kritisch zu informieren und die Politik immer ein bisschen im Auge zu halten, um hier unsere Freiheiten zu wahren. Das scheint mir jetzt aber auch in diesem Thema weg zu sein. Nein, das sehe ich auch so. Das ist für mich eine der großen Gefährdungen von allem, was wir machen, von der Demokratie und von allem unserem politischen Verständnis, ist, wenn die sogenannte vierte Macht im Staat, wenn der Journalismus eben nicht mehr neutral, investigativ, sprich kritisch, einfach Dinge mal aufgreift und diskutiert. Das ist in den letzten 3 Jahren nicht passiert, in anderen Phänomenen und hier jetzt gar nicht. Das verstehe ich nicht, das kann gar nicht sein. Hier muss man doch an die Ehre und den Idealismus von Journalisten appellieren, dass sowas einfach mal aufs Papier kommt. Und dann ist es ja eine Diskussion, das heißt ja nicht, dass das dann nein oder so, aber wenn es keiner weiß und keiner diskutiert, dann ist doch, das widerspricht doch allen Regeln einer normalen Demokratie. Und für mich ist es ein Gesundheitsthema. Für mich ist es eine ganz klare Gefährdung von Gesundheiten, wenn man da Dinge drunter mischt und keiner weiß das. Ja, und dann gibt es irgendeine allergische Reaktion und dann heißt, ja, jetzt ist der allergisch auf Schokolade. Dabei war es nur das Protein von dem Wurm. Mhm. Und das muss doch alles klar deklariert und ich verstehe die ganze Welt da nicht. Das müsste dringend breit wissenschaftlich aufgebaut diskutiert. Eben, es ist erwähnt worden, es gibt keine Studien. Das kann doch nicht sein, dass man wieder mal ein Thema macht, wo keine wissenschaftliche Aufarbeitung stattfindet. Ich verstehe es nicht. Ich hatte letzte Woche mal Besuch von einer Laborantin, die Dr. Berit Hippe aus Wien. Ja. Und die hat mir gesagt, eine Kollegin von ihr, die war Adoptivkind, kam aus in der Nähe von China, aber noch in der russischen Gegend herum. Und die hatte eigentlich 40 Jahre nur Darmprobleme. Nur Darmprobleme. Und dann ging sie einmal in Urlaub nach Indien und hatte keine Darmprobleme mehr. Und sie haben festgestellt, dass es einfach mit ihrem Mikrobiom Zusammenhang hat. Sie ist sich einfach die Nahrung nicht gewohnt. Ja. Und leidet 40 Jahre lang darunter. Und hier denke ich eben auch mit den ganzen Insekten, dass der Thailänder und der Chinese machen kann, dann hat er doch einfach ein ganz anderes Ausgangslage. Selbstverständlich, ja. Das angepasst, adaptiert an das, ja. Weil das nicht nur jetzt schon, sondern so Generationen vorweg einfach normal ist, zum System gehört. Und dann adaptiert sich der dort lebende Mensch ja anders. Und klar kann man sagen, das wird sich auch bei uns irgendwann adaptieren. Ja, vielleicht, aber wahrscheinlich schon. Aber sicher nicht jetzt, sondern eben in Generationen gesehen. Mhm. Und was ist mit den Generationen, die diesen Adaptionsprozess durchmachen? Wir haben ja jetzt schon explosionsartige Zahl, Steigerungen von Allergien, Autoimmunkrankheiten und. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt noch Dinge dazu tun, die zumindest das Risiko beinhalten, dass das weiter passiert. Das halte ich jetzt für den komplett falschen Ansatz. Ich glaube, an dieser Stelle hören wir auf, darüber zu reden, weil das müssen wir zuerst mal verdauen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke ganz herzlich. Danke gerne. Dr. Med. Simon Feldhaus war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und an dieser Stelle einfach nochmals ganz herzlichen Dank an die Frau Dr. Silvia Lindner, dass sie uns das Video zur Verfügung gestellt hat. Und ich werde mir Ihren Kanal ganz sicher abonnieren, in der Hoffnung, dass ich dann noch weitere Infos frühzeitig erfahren werde, um Ihnen einfach auch solche unappetitliche Mitteilungen auch mal machen zu müssen, letztendlich. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.